Hallo ihr Lieben. So, ich bin noch ein bisschen früh dran, das sind noch 4 Minuten hoch. Ich warte, diesmal klappt es nämlich mit Annette und Bogenprinzessin, deswegen wird sie sich sicher auch gleich einwählen. Da muss ich sie nur finden und dazu einladen zu dem Live-Treffen. Und hallo Damir, freut mich, dass es bei dir geklappt hat. Und so nach und nach werden Zuschauer dazukommen, hoffe ich mal. Samstag, Sonntag hat das leider nicht geklappt mit Annette, aber dieses Mal schon. Hallo Alex, freut mich, dass es geklappt hat. Darf ich nur nicht verpassen, meine liebe Annette auch dazu einzuladen. Hallo, ich werde nur Waves verteilen, denn das ist ein bisschen schwierig auf meinem Handy, das hier steht, auch noch Kommentare zurückzutippen, aber ich werde versuchen, euch allen zuzuwinken, wer noch alles dazukommt. Wir warten noch ein bisschen, bis ich wieder zu viel erzähle und dann nachher wieder nochmal alles erzähle oder euch schon langweile, was ich nicht hoffe. Hallo Damir, schön, dass du da bist. Ich schaue jetzt mal. Genau, ach ja, okay. Technik, die begeistert. Genau, kann ich mal gucken, ob genau, dass sich meine liebe Annette dazu schaltet. Wir haben, hallo, die mit den Zeilenreißen ist auch wieder dabei, schön. Hallo, hallo, huch. Hallo Oliver, schön, dass ihr da seid. Dienstagabend, es scheint mehr Zeit zu haben heute Abend als am Sonntag. Ist doch auch schön, 19 Uhr ist es bei euch. Bei mir ist es kurz vor 11 vormittags. Wir haben Gewitterstürme heute. Ein perfekter Tag, um drin zu sitzen am Schreibtisch und mit euch zu plaudern. Damir meinte ich langweile nie. Naja, manchmal langweile ich mich selber. Nein, also langweilen tue ich mich sehr selten. Hallo Susanna, schön, dass ihr euch einwählt. Und gut, jetzt muss ich mal die liebe Annette hier dazu einladen. So, den richtigen Knopf gedrückt habe, immer sehr spannend bei mir. Wer mich kennt, der weiß, dass ich mit meiner Technik manchmal Probleme habe. Ha! Yay! Wie schön, Annette, hallo! Hallo! Super. Du hast wenigstens die Schattenwölfe im Hintergrund. Ich habe nur meine anderen drei Bände im Hintergrund und habe auch noch kein Taschenbuch. Vor allen Dingen auch richtig rum. Ja, sehr cool. Super. Ja, auf Annette ist Verlass. Die hat mein neuestes Buch, das am Samstag erschienen ist, glaube ich, ja, 15. Mai. Überall als Taschenbuch und E-Book erhältlich. Falls ihr es noch nicht gekauft habt, tut es jetzt. Nein, das soll kein. Soll ja keine Verkaufsveranstaltung werden, sondern wir wollen einen schönen Abend haben. Wie geht's dir, Annette? Besser. Besser? Sehr gut. Besser. Nach dem Schreck am Sonntag. Ja. Seid ihr hoffentlich besser in die neue Woche gestartet? Sind wir. Sehr gut. Sehr schön. Was haben wir heute vor? Wir haben vor, vorzulesen. Eventuell habe ich mich da etwas verrannt und uns 10 Seiten zum Vorlesen gegeben, was eventuell etwas lange dauert, aber warum auch nicht, ne? Annette kennt mein Buch auch schon. Sie war bei den Vorablesern dabei und sogar bei den Testlesern, die mir da noch geholfen haben, das Beste aus der Schattenwölfin rauszuholen mit ihren tollen Tipps und Hinweisen und Kommentaren. Da bin ich immer sehr dankbar für, dass ich so tolle Menschen an meiner Seite habe, die mir helfen, mein Buch so gut wie möglich zu machen, denke ich mal. Da freue ich mich immer. Damir hat noch keins. Ja, mit den Widmungen irgendwann ist wieder eine Buchmesse und dann werde ich auf der Buchmesse sein und werde Bücher signieren können, das hoffe ich mal. Aus Kanada ist es immer wahnsinnig schwierig und wahnsinnig teuer, irgendetwas nach Deutschland zu schicken, vor allem auch signierte Bücher und vor allem, ich habe das Taschenbuch von der Schattenwölfin noch gar nicht, nur von treuen Leserinnen gehört, dass es super aussieht, Taschenbuch-Version auf jeden Fall, aber ich habe noch keins hier. Dazu bin ich zu weit weg, aber hallo Natascha, hallo Flora, schön, dass ihr hier seid. Es ist ja erst 1 Minute nach. Ich denke, wir warten noch ein bisschen, bevor wir mit der Lesung anfangen. Soll ich dir denn schon eine Frage stellen? Wir haben uns nämlich auch überlegt, dieses Mal werde ich der lieben Bloggerin Fragen stellen und nicht ich werde
nicht oft befragt, aber es gibt einige Interviews von mir, die ich schon gegeben habe. Und deswegen bin ich ganz neugierig, wann und warum sich Annette entschieden hat, Buchbloggerin zu werden. Wann ist gut? Ich glaube, es muss Ende 2017 habe ich mich wahrscheinlich so ein bisschen entschieden. Da lief mir irgendwo mal ein Buch über den Weg, wo ich gedacht habe, oder irgendwo eine Werbung bei Facebook oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr, wie es genau zustande kam. Aber das hat mich so, oder auch, es war sogar auch fürs Testlesen damals und hat mich aber so berührt, dass ich gedacht habe, das könntest du ja auch mal probieren. Ja. Und So. hast du dann auch gleich eine Webseite oder die Social Media Kanäle gehabt, wo du deine Bewertungen und Feedbacks und Eindrücke dann aufgeschrieben hast, oder kam das erst später? Na, das hatte ich dann auch im Oktober 2017, habe ich zumindest bei Instagram jetzt hier die Seite mir erstellt. Also den Account, das ist ja keine Seite jetzt in dem Fall, also den Account hier erstellt, ja, im Oktober 2017. Sehr Und cool. Und wie? demzufolge war dann auch die Leipziger Buchmesse 2018 meine erste Buchmesse überhaupt. Ja, sehr cool. Und wir haben uns nämlich kennengelernt, Annette und ich, durch die Online-Buchmesse letzten November. War November, oder? Nach der. War auch November, glaube ich, ja. Ja, Anfang da November. ist also jetzt schon seit 3 Jahren, glaube ich, schon die Online-Buchmesse. Und im letzten Jahr hat uns die Organisatorin, also Helen, es so gemacht, dass jeder Autor eine Partnerschaft oder andersrum, jeder Blogger eine Partnerschaft mit einem Autor oder einer Autorin angenommen hat. Also zufällig gematchte Paare, und Annette und ich wurden zusammengeworfen, und das hat wunderbar geklappt. Und das war ein, weiß nicht, Wink vom Himmel oder in irgendwas Ja. in der Richtung, Ja. dass Annette auch gleich eben meine Bücher toll fand. Hätte auch sein können, ich bekomme eine Bloggerin, und Bloggerin bekommt mich, die mit meinen Büchern gar nichts anzufangen hat. Aber da hatten wir echt Glück, das hat richtig Spaß gemacht, und wir sind auch wirklich ständig, nicht ständig, aber sehr oft in Kontakt, was sehr viel Spaß macht. Und das ist unser zwei, ja, wir hatten dann das erste Live-Interview innerhalb der Online-Buchmesse und waren beide Genau. ziemlich aufgeregt. Das war mein erstes Mal dort überhaupt live zu gehen. Ja. Aber da bist seither hast du ja schon einige Live-Auftritte gehabt, auch mit anderen Autoren, ganz viel. Ich sehe das ja immer auf Instagram, bist du sehr aktiv. Das ist echt schön. 11 Zuschauer haben sich eingefunden. Sehr schön. Dienstagabend, 19 Uhr. Habt ihr nichts Besseres vor, als uns zuzuhören? Naja, das Wetter ist ja auch ein bisschen, wie Habt soll ihr ich auch jetzt nicht? sagen, unglücklich. Na, ja, hoffentlich gibt es ein besseres Pfingstwochenendwetter. Wir haben auch ein Es langes soll Wochenende hier. Uni so berauschend sein. Nee. Also es soll Uni über 20 Grad gehen. Also es ist eher noch so 17, 14, zwischen Ja. 14 und 17 sowas. Bestes Also es geht. Lesewetter, muss ich sagen. Also falls ihr noch etwas zum Lesen braucht, wir hätten da ein gutes Buch. Genau. Nora, ja, Gewitter, genau. Ja, bei uns also heute auch. Bei uns ist sogar heute Abend ein bisschen Schnee gemeldet. Das ist dann Ach, Alberta, Zeit. Frühling. Dann ja Aber noch mal hier. genau, die Schattenwölfe der Rocky Mountains, das vierte und letzte Band der Willow Ranch-Reihe. Jetzt habe ich es wirklich öffentlich gesagt. Und ja, da haben sich auch sehr viele einen Schattenwolf gewünscht, nachdem es die Schattenpferde, die Schattenkrehe, den Schattengrizzly gab, war doch die Sehnsucht nach einer Schattenwölfin oder einem Schattenwolf sehr groß. Ich habe mich erst dagegen gesträubt, irgendwie, weil ich dachte, Schattenwolf, das gibt es auch wirklich in allen möglichen Variationen schon, und musste da in mich gehen und auch meine Charaktere mal befragen, und habe dann doch meinen Schattenwolf oder meine Schattenwölfin gefunden, und mit drei Charakteren, Rosie, Cody und Woodwind, die Hauptrolle spielen, und natürlich auch die Schattenwölfin. Den Namen verrate ich einfach mal. Kachina ist die Schattenwölfin in meinem Buch. Und da hatte mir Annette auch gemeint, als sie die erste Version gelesen hatte aus dem Manuskript, meinte sie, irgendwie kommt die Schattenwölfin zu wenig vor. Das musst du noch mal besser machen. Ja, vielleicht.
Ja, nein, also da, deswegen hole ich auch Testleser ins Boot, bevor ich weiter am Manuskript arbeite. Und wenn man dann so viel seine eigenen Wörter liest, irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und dann kommen solche Kommentare, Hinweise gerade richtig. Und ich habe dann auch Katschina mehr eingebunden in die Geschichte. Es ist sicherlich kein Buch über Wölfe, wie es sehr tolle Bücher über Wölfe und Wolfsthematik gibt. Es ist immer noch eine Geschichte über Cowboys, Rancher, Cowgirls, starke Frauen in Kanada, aber eben auch um Kachina, um die sich Woodwind kümmert, mein Cree First Nation, der dieses Mal die Hauptrolle spielen darf, der ältere Bruder von Lone Feather Jones. Wer Lone Feather Jones nicht kennt, muss in der Schattenkrähe anfangen und dann den Schatten Grizzly lesen und dann erreicht er die Schattenwölfin. So. Ich würde sagen, lass uns in die Lesung einsteigen, Annette, und dann kann ich dir danach Ja. noch mehr Fragen stellen. Gut, ich wollte anfangen, oder wie haben wir das ausgemacht? Du wolltest anfangen, genau. Genau. Also, wir steigen ein in das erste Kapitel und es ist Seite 20 aus dem Buch. Und wir fangen an, wir steigen ein mit Woodwind, der sich in der Wildtierstation befindet, auf der er arbeitet. Die hat er übernommen von Laila und genau, hat hier einen Nachmittag, glaube ich. Ich fange einfach mal an zu lesen. Hab schon lange nicht mehr gelesen, mache ich jetzt mal. Okay, los geht's. Viel Spaß dabei. Woodwind hatte seinen Kontrollgang beendet und schlenderte den schmalen Pfad zwischen den Tiergehegen entlang. Alle Schützlinge in der Wildtierstation waren versorgt. Mit Maya und den ehrenamtlichen Helfern hatte er ein tolles Team beisammen, das sich um die Tiere kümmerte. Er hörte ein Auto und sah auf. Brachte jemand ein neues Sorgenkind? Der Indianer betrat das Hauptgebäude der Station durch die Hintertür, durchquerte die Fütterungsstation, die kleine Küche zum Stationseingang. Ein schwarzer Labrador rannte ihm schwanzwedelnd von der Eingangstür her hechelnd entgegen. »Hi, Mr. Mutt, du alter Racker!« Wo hast du denn deine Besitzerin gelassen? Er streichelte den Hund und sah, wie sein Bruder Lone Feather Jones mit seiner Lebensgefährtin Lila und einer ihm unbekannten Frau durch die Tür kam. Sie trug ein Kind auf dem Arm. Woodwind schätzte sie auf Mitte 40. Hallo, großer Bruder, stören wir? Fragte Jones. Ach, überhaupt nicht. Ich wollte eh Pause machen. Habt ihr Zeit für einen Kaffee? Ja, gern. Das sind übrigens meine Tante Aita und ihr Sohn Winono, stellte Laila ihre Begleitung vor. Hallo, schön dich kennenzulernen, sagte Aita und ihr mit einer tiefen, samtigen Stimme und streckte ihm die Hand hin. Sie war warm, ein wenig rau, ihr Händedruck fest. Der Blick ihrer dunklen Augen strich über sein Gesicht, ähnlich wie die Finger eines Blinden. Woodwind Jones, brachte er hervor, blinzelte und wandte seine Aufmerksamkeit dem kleinen Jungen zu. Der spielte mit dem langen Zopf seiner Mutter und beäugte ihn misstrauisch. Hallo, Winono. Wie alt bist du denn? Fragte er lächelnd. Er ist 3, sagte Aita schnell und ließ den quengelnden Jungen runter. Winono ergriff wie selbstverständlich das Halsband des Hundes, nachdem dieser auf ihn zugelaufen war. Zusammen machten sich die beiden an die Erkundung des Gebäudes. Mutt, der die Station in- und auswendig kannte, schien dem Kleinen seine Lieblingsecken zeigen zu wollen. Woodwind schmunzelte. Die zwei sind ja schon ein herrliches Team. Winono und Mutt waren schon unzertrennlich, als ich letztes Jahr in Yukon war, erklärte Laila. Mein Kleiner hat seinen vierbeinigen Babysitter sehr vermisst. Die beiden verstehen sich ohne Worte. Aita klang traurig und in Woodwind flackerte der Verdacht auf, dass Winono stumm sein könnte. Er kam ihm auch klein für sein Alter vor, aber was wusste er schon von Kindern? Und außerdem ging es ihn nichts an. Jones trat neben Woodwind. Lass uns mal Kaffee kochen. Er boxte ihn in die Seite. Und wir sammeln Winono und Mutt ein und setzen uns auf die Veranda. Der Mai hat einer seiner schönsten Kleider angezogen. Laila lächelte und ging mit ihrer Tante davon. In der kleinen Küche gab Woodwind einige Löffel Kaffee in den Filter, während Jones Tassen aus dem Hängeschrank holte. Wie geht's dir? Fragte Jones. Blendend. Machst du dir Sorgen um mich, kleiner Bruder? Jones Blick hielt ihn fest, forderte eine Ehrlichkeit, die Woodwind nicht zu geben bereit war. Du wirkst unzufrieden. Wann hast du das letzte Mal was Schönes unternommen? Wann hast du zum letzten Mal deine Flöte gespielt? Woodwind zuckte nur mit den Schultern und erinnerte sich an sein letztes Flötenspiel. Una hatte ihn um ein Lied gebeten, aber als er spielte, war ihm die Melodie leer und nichtssagend vorgekommen. Er verdrängte die Gedanken. Die Wildtierstation hält mich auf Trab. Und wie kommst du im Reservat zurecht? Fragte Jones. Er hob eine Augenbraue.
Wieso? Ach, Chinook und ich haben den Eindruck, du fühlst dich dort nicht wohl. Woodwind goss Wasser über die Kaffeemaschine und schaltete sie ein. Dann lehnte er sich mit dem Rücken an die Anrichte und verschränkte die Arme vor der Brust. Und wieso spricht der allwissende Schamane mit dir und nicht mit mir darüber? Fragte Woodwind. Nun war es Jones, der mit den Schultern zuckte. Chinook meinte, er bekomme dich kaum zu Gesicht, obwohl er dich mehrmals zu sich eingeladen hat. Und du nimmst nicht an den Zusammenkünften im Gemeindehaus teil, oder? Was soll ich da? Die meisten im Reservat sind eh nicht gut auf mich zu sprechen. Jones nahm die volle Kaffeekanne und füllte die 4 Tassen. Du hast ihnen aber auch in den letzten Monaten keine Gelegenheit gegeben, dich kennenzulernen. Woodwind holte ein Tablett, stellte Milchzucker und die 4 Tassen darauf. Doch bevor er es anheben konnte, legte Jones eine Hand auf seinen Oberarm. Bruder, ich schreibe dir nicht vor, wie du dich zu verhalten hast, aber wenn du weiterhin im Reservat bleiben willst, sollst du dich ein wenig mehr in die Gemeinschaft einbringen. Vielleicht ist das Leben nichts für mich dort. Er sah Jones Miene an, dass er ihm diese Worte nicht abnahm. Zu Recht, denn Woodwind glaubte sie ja selbst nicht. Er nahm das Tablett. Hab viel um die Ohren, aber mal sehen, vielleicht habe ich diesen Sonntag Zeit und kann bei einem Treffen teilnehmen. Jones lächelte und nickte. Mach das. Auch ein Grizzly braucht Gesellschaft. Ach, Bärenbruder, was du nicht alles zu wissen glaubst. Woodwind wandte sich um und ging nach draußen auf die Veranda. Jones folgte ihm mit dem Kaffee. Er reichte Aita und Lila, die auf Plastikstühlen saßen und plauderten ihre Tassen. Winona und Matt hatten sie sich unter einem nahen Apfelbaum gemütlich gemacht. Der Junge rupfte immer wieder Gras aus und ließ es über den Hund rieseln. Der Labrador zuckte nur manchmal schläfrig mit einem Ohr. Lila hat mir erzählt, dass du die Wildtierstation von ihr übernommen hast, sagte Aita. Es muss schön sein, so eine wunderbare Aufgabe zu haben. Ja, und ich bin sehr dankbar für ihr Vertrauen. Ich liebe die Arbeit mit den Tieren, sagte Woodwind. Und er macht das verdammt gut, warf Lila ein. Außerdem bin ich froh, dass du das Kommando hier übernommen hast, Woodwind. Das gibt mir und Jones Zeit, unsere Pläne für den Laden zu verwirklichen. Sie schenkte ihrem Partner ein Lächeln. Ihr beide seid ein tolles Team. Woodwind nippte an seinen Kaffee. Der Laden wird sicher ein voller Erfolg. Wirst du deine Kunstwerke auch verkaufen, Jones? Nein, meine Traumfänger werde ich weiterhin nur auf Wunsch von Menschen herstellen, die Ängste und Sorgen nicht loswerden. Eine gute Entscheidung, Bruder. Deine Magie ist heilig und sollte nicht mit Dollars aufgewogen werden. Wir werden neben meinen Zeichnungen auch indianische Kunst im Laden anbieten und dafür eine kleine Kommission nehmen. Das gibt unbekannten Künstlern unseres Volkes die Gelegenheit, ihre Werke auszustellen, ergänzte Lila. Woodwind sah die Vorfreude über diesen neuen Lebensabschnitt in Lilas Augen und funkeln und er freute sich mit den beiden. Er wandte sich Aita zu, die versonnen ihren Sohn beobachtete. Winono hatte sich an den dösenden Hund gekuschelt und schien kurz davor sein, einzuschlafen. Einen ruhigen Jungen hast du da. Ist er immer so zufrieden? Fragte er und dachte an die kakelnden Kleinkinder im Reservat, deren Mütter oder ältere Geschwister ihnen ständig hinterherlaufen mussten. Aita sah ihn einen Moment lang an, dann seufzte sie. Er hat die letzten Nächte im Blockhaus bei Lila und Jones kaum geschlafen. Wann seid ihr denn angekommen? Vor einer Woche. Sie stellte ihre Tasse ab und stand auf. Dürfte ich mal die Toilette benutzen? Klar, die Tür gleich neben der Küche. Die Indianerin nickte und verschwand im Gebäude. Wie lange wird sie denn hier bleiben? Fragte Woodwind. Lila zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, warum sie nach 25 Jahren auf einmal beschlossen hat, wieder hierher zu kommen. Sie ist auf der Suche, sagte Jones. Sind wir das nicht alle? Woodwind wich dem fragenden Blick seines Bruders aus und wandte sich wieder an Lila. Weißt du denn, warum sie damals in den Norden gegangen ist? Das Sunchild-Reservat hier war doch ihr Zuhause. Nein, sie will nicht darüber sprechen. Lila sah kurz zu Binono, der aufgestanden war. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um den Kleinen. Als ich ihn letztes Jahr kennengelernt habe, war er ein aufgewecktes Bürschchen. Seit er hier ist, hat er noch kein einziges Wort gesprochen. Vielleicht liegt es wirklich nur an der langen Reise und der neuen Umgebung, mutmaßte Woodwind. Schon möglich, lenkte sie ein und räusperte sich. Sag mal, könntest du dich nicht ein wenig um Aita und ihren Sohn kümmern? Ich will sie nicht abschieben, aber Jones und ich haben alle Hände voll zu tun und das Blockhaus fühlt sich ein wenig klaustrophobisch an, wenn wir den ganzen Tag zu viert sind. Aber sie wird doch sicher im Reservat wieder Kontakte knüpfen wollen, oder? Der Gedanke, Aita und ihren Sohn öfters um sich zu haben, verunsicherte ihn auf unerklärliche Weise.
Meine Tante glaubt nicht, dass sie im Reservat willkommen ist. Nur Chinook weiß, dass sie wieder hier ist. Woodwind wunderte sich nicht, dass der alte Schamane Bescheid wusste. Wahrscheinlich hatte er Aitas Ankunft geahnt, bevor die Frau selbst die Entscheidung getroffen hatte zu dieser Reise. Ich bin die meiste Zeit hier in der Station, sagte er, und ich weiß nicht, ob das hier ein guter Platz ist für ein Kleinkind. Aber du wohnst im Reservat und du kannst Aita dabei unterstützen, sich dort wieder wohlzufühlen. Nimm sie doch am Sonntag mit zum Treffen, schlug Lila vor. Woodwind warf Lila und dann seinen Bruder einen genervten Blick zu. Ach, daher kam das Gelaber in der Küche. Jones hob die Hände. Nein, Chinook und ich haben wirklich über dich geredet. Woodwind schnaubte. Ich kann mich um mich selbst kümmern. In diesem Moment kam Aita aus dem Gebäude und ging zu Winono, der um den schlafenden Matt tapste. Sie streckte die Hand aus nach ihrem Sohn, aber der Junge schenkte ihr keine Beachtung. Die Indianerin drehte sich um. Können wir uns noch ein wenig durch die Gehege umschauen? Fragte sie. Wir sollten los, antwortete Lila, aber vielleicht hat Woodwind in den nächsten Tagen Zeit, mit euch eine Tour zu machen. Sie zwinkerte ihm zu und er verzog seine Lippen zu einem schiefen Grinsen. Er hatte nicht vor, etwas zu versprechen. Mal sehen, erwiderte er ausweichend und begleitete seinen Besuch zu Lailas Auto. Das war mein Teil, den ich vorlesen wollte. Und jetzt ist die liebe Annette dran. Lucy verabschiedete sich von den Stuten auf der Willow Ranch. In wenigen Tagen sollte das erste der sechs Pferde sein Fohlen auf die Welt bringen. Der andere Nachwuchs würde innerhalb der nächsten 4 Wochen geboren werden. Sie hatte die Pflege der Stuten im letzten Frühjahr übernommen. Vorher hatte Lees Schwester Lila die Pferde betreut. Rosie liebte ihren Job, auch wenn sie wusste, dass sie ihn nicht ewig machen wollte. Der Wortwechsel mit ihrer Mutter bei ihrem letzten Telefonat hatte sich in ihren Gedanken festgesetzt. Kind, du musst einen Plan haben. Ins Blaue hineinzuleben macht doch nicht glücklich. Schau deine Brüder an. Sie haben ihre Träume verwirklicht, Karriere gemacht und Familien gegründet. Mom, ich will aber keine Karriere machen. Und mit der Familiengründung kann ich mir auch noch Zeit lassen. Außerdem hat Jim hat seit vielen Jahren einen Partner, unterbrach sie ihre Mutter. Ich weiß, du traust diesem Hallodri Kelvin nach, aber der ist Schnee von gestern. Mach einen neuen Plan, halt daran fest und verwirkliche ihn. Und dann such dir einen. Rosie hatte gar nicht erst versucht, ihrer Mutter zu sagen, dass sie Kelvin dann keineswegs nachweinte. Aber sie kam sich ohne einen festen Zukunftsplan tatsächlich verloren vor. Hatte sie denn keinen Ehrgeiz mehr? Was wollte sie in ihrem Leben erreichen? Nachdenklich riegelte sie das Tor des Offenstalls ab. Auf dem Hof kamen ihr Lee und Naira, die Besitzer der Willow Ranch, händchenhaltend entgegen. Macht ihr einen Spaziergang? Fragte Rosi. Ja, es ist so ein schöner Abend. Vielleicht haben wir Glück und der Winter liegt hinter uns, erwiderte Naira. Lee nickte. So einen warmen Mai hatten wir schon lange nicht mehr. Wie geht es den werdenden Müttern? Alle fit und rund, Rosi lächelte. Sie sind versorgt und ich wollte gerade nach Hause fahren. Mach das, wir sehen uns morgen früh. Lee nickte ihr zu. Genieß den Feierabend, ergänzte Naira und die beiden spazierten in Richtung der Weiden davon. Rosi sah ihnen nach. Ein glückliches Paar. Dabei wusste sie, dass es im letzten Jahr in der Beziehung reichlich gepoltert hatte. Aber Lee und Nairas Verbundenheit und Liebe waren stark genug gewesen, um sie wieder zusammenzubringen. Zwar wohnte Naira noch in ihrem Bungalow, aber Rosi war überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie auf die Willow Ranch zog. Mit dem Programm für die indianischen Jugendlichen und dem kleinen Bed and Breakfast Betrieb, den sie erhalten wollten, hatten Lee und Naira jetzt gemeinsame Ziele auf der Ranch. Und Rosi beneidete die beiden um ihren Zusammenhalt. Wie es sich wohl anfühlte, einen Partner zu haben, der einen unterstützte? Hazel kam zu ihr und stupste sie mit der Schnauze an. Rosi lächelte und streichelte ihr über den Kopf. Hast ja recht, Hazel May. Wir halten zusammen. Auf dich kann ich mich immer verlassen. Als sie 20 Minuten später in ihre Einfahrt einbog, wunderte sie sich über den Truck, der ihr vor ihrer Hütte parkte. Auch Hazel hatte sich aufgesetzt und knurrte leise. Na, Mädchen, wer besucht uns denn da? Die Fahrertür öffnete sich und ein Mann stieg aus. Doug? Sie stellte ihr Auto vor der kleinen Veranda ab. Das letzte Mal hatte sie ihn vor über einem Jahr gesehen. Er hatte ihr geholfen, Weihnachtsbeleuchtung rund um Eriks Hütte anzubringen und war dann zu einem Feuerwehreinsatz als sogenannter Smoke Jumper nach Australien verschwunden. Sie stieg aus und erwiderte sein breites Lächeln. Hey Girl, wie geht's?
Hallo, Doug. Das ist ja eine Überraschung. Warst du so lange in Australien? Er fuhr sich durch seine zerzausten, sandfarbenen Haare. Nein, da war meine Truppe nur 4 Wochen. Danach ging es nach Kalifornien und auf weitere Einsätze. Einfach dahin, wo immer wir als fallschirmspringende Feuerwehrtruppe in unzugänglichen Zonen eben gebraucht werden. Jetzt bin ich aber erstmal wieder eine Weile zu Hause. Und da wir keine Handynummern ausgetauscht haben, dachte ich schaue einfach mal vorbei. Ist doch okay, oder? Sein schelmisches Grinsen ließ Rosi schmunzeln und sie nickte. Klar, kein Problem. Willst du auf ein Bier reinkommen? Gern. Er folgte ihr in die Hütte und sah sich um. Wohnst du jetzt allein hier? Sie holte 2 Bierflaschen aus dem Kühlschrank und reichte ihm eine. Ja, wie hast du das denn so schnell erraten? So wie du mir damals von deinem Onkel erzählt hast, wäre er kaum mit dem bunten Flickenteppich, den Duftkerzen und diesen Lampenschirm einverstanden gewesen. Er trat zu der riesigen Deckenlampe mit dem Papierschirm, die über dem Couchtisch hing. Das Papier war mit Pferden bedruckt und Rosi sah in seinem Gesicht, dass er diese Dekoration kitschig fand. Mir gefällt's, sagte sie leichthin und setzte sich auf einen kleinen Sessel. Doug nahm auf der Couch Platz. Rosi trank einen großen Schluck Bier. Wie lange bleibst du diesmal zu Hause? Momentan stehen keine neuen Einsätze an. Arbeitest du noch auf der Velo Ranch? Sie nickte und Doug erzählte von seinen gefährlichen Einsätzen und der Faszination, Feuer zu bekämpfen. Manches klang wie aus einem Hollywood-Film und Rosi ahnte, dass er ein paar Mal mit seinen Beschreibungen übertrieb. Aber er hatte eine angenehme, warme Stimme. Und sie staunte, wie viele Länder er durch seine Arbeit als Smokejumper bereist hatte. Auf einmal knurrte ihr Magen so laut, dass er in seinen Ausführungen innehielt. Entschuldige, sie lächelte verlegen und legte eine Hand auf ihren Bauch. Schon okay, ich habe dich ja direkt nach deiner Arbeit überfallen. Muss jetzt eh los. Hast du am Wochenende etwas vor? Ich will die Veranda streichen, wenn das Wetter mitmacht. Doug stellte seine Bierflasche auf den Couchtisch und stand auf. Okay, wenn es dir recht ist, schaue ich dann wieder vorbei. Rosi erhob sich ebenfalls und ging mit ihm zur Haustür. Klar, ich habe auch einen zweiten Pinsel. Na, dann sehen wir uns bald wieder. Er grinste, trat einen Schritt näher und zog sie in eine Umarmung. Sie reichte ihm gerade mal an die Brust, aber ihr gefiel das Gefühl der Sicherheit, das sie in seinen Armen empfand, und sie schmiegte sich kurz an ihn. Er drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Gute Nacht, Rosi. Danke für deinen Besuch, erwiderte sie und schloss die Tür hinter ihm. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufregend es ist, die eigenen Worte gelesen zu bekommen. Vielen Dank, Annette. Ich hab natürlich mitgelesen und halb mitgegrinst. Und ja, das freut mich immer wahnsinnig sehr, das zu hören. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich will schon wieder zu viel über Doug verraten, mache ich aber nicht. Ich will es nicht spoilern. Ich sage einfach mal, dass es ja nicht einer von unseren Lieblingscharakteren ist, nicht wahr, Annette? Der hat mich auch geärgert beim Schreiben. Also von dem her ist das so ein Charakter. Aber ihr habt zumindest Woodwind Rosie kennengelernt, Cody nicht. Dazu müsst ihr euch das Buch greifen oder es wird noch weitere Lesungen geben auf der Leipziger Buchmesse. Der Online-Leipziger Buchmesse macht Tolino Media, lässt Autoren lesen. Da bin ich mit dabei und ich glaube, da geht es auch dann um Cody. Wie viele Bücher liest du denn in einer Woche, Annette, oder im Monat? Ich wollte mir das immer mal notieren, wie viel das so, aber ich habe es noch nie wirklich geschafft. Es kommt wahrscheinlich auf das Buch an, also überhaupt auf die Länge des Buches. Ob es schnell gehen muss, also ob es fertig werden muss, aufgrund von irgendwas. Ich kann sie sagen, in der Woche vielleicht eins, dass ich durch die Arbeit weg vielleicht eins schaffe. Es sei denn, es muss schnell gehen, dann muss es natürlich auch mal eins mehr sein. Ja, auf Annette ist Verlass, wenn Annette sagt, sie hat es bis dahin gelesen, hat sie es bis dahin gelesen. Das finde ich wahnsinnig toll. Und was ist denn Lieblingsgenre? Gibt es irgendein Genre oder auch irgendein Genre, was du gar nicht lesen würdest und sagst, nee, das ist überhaupt nicht deins? Ja, so Thriller mag ich überhaupt nicht, gucke ich auch nicht, also kann ich mir im Fernsehen auch nie angucken. Horror, also ich meine, das schließt das eine wahrscheinlich das andere ein bisschen mit ein, also mag ich auch nicht.
Würde ich auch nie lesen, also so Stephen King oder so. Um Gottes Willen, die Filme kann ich mir schon nicht angucken. Höchstens unter der Decke. Ja. Ich mag halt, also das, was du schreibst, das ist das, also ich bin mir nie so richtig sicher, was es für ein Genre ist. Aber das. Gut, okay, das sind wir schon zu zweit. Aber nee, das, ja, das gefällt mir richtig gut. Also es gefiel mir sogar, also die Schattenwölfin, und das sind wir dann wahrscheinlich auch schon bei der, wie mir das Buch gefallen hat, wie mir das Ende gefallen hat. Also ich bin so, ja, es traf sehr viele Emotionen aufeinander und es war so schlimm, dass ich so eine Art Buchkater hatte und nie wirklich in ein anderes Buch reinkam. Also ich habe dann lange gebraucht, um dass ich ein anderes Buch anfangen konnte. Bei deinem jetzt. Das finde ich gut. Also, beziehungsweise ist das ja sowas, was mir als Autorin sehr, was heißt gut tut, aber dass ich wirklich weiß, das Buch hat einen berührt. Wenn man natürlich jemand schreibt, der musste am Ende meines Buches weinen, ist es im ersten Moment nicht so schön, aber dann weiß ich, dass die Zeilen eben auch getroffen haben. Also, das musste ich auch, also, ich musste dann auch ein Tränchen verdrücken, aber eben nie, weil es so toll war, weil es so berührt hat halt, ja. Aber ich würde jetzt zu viel spoilern, wenn ich das jetzt weiter ausführen würde. Ja, Deswegen genau. lassen wir das jetzt. Ich muss mir auch mal auf die Zunge beißen, weil am liebsten würde ich alles erzählen, das Buch einfach einmal für alle lesen, öffentlich. Und ja, nein, machen wir natürlich nicht. Gibt es denn Autoren, mit denen du regelmäßig arbeitest, also die du wirklich so als Lieblingsbloggerin oder als Bloggergruppe als Bogenprinzessin begleitest? Oder wechselt das ständig? Lieblingsautoren gibt es da tatsächlich. Ich glaube, eine guckt auch zu, Susanna Schober. Also zumindest das habe ich so vorhin schon mal hier gesehen. Aber auch. Mit der bin ich da ganz regelmäßig, auch für Lesungen. Lisa Sommer. Das muss ich überlegen. Oh Gott, was war das Letzte? Melissa David hatten wir letztens eine Lesung, da hatten wir auch mehrere Anläufe gebraucht, aber weil die Technik uns im Stich gelassen hat. Ja, müsste ich jetzt. Ich muss gerade passen. Auf den Punkt gebracht. Ja, das ist bei mir auch so manche Fragen, man denkt, ja, das ist eine tolle Frage, aber irgendwie habe ich spontan jetzt keine Antwort, muss ich erst mal nachgucken. Aber auf jeden Fall gibt es eben auch Autoren, wo wirklich das Miteinander und die Zusammenarbeit ganz toll klappt. Und was natürlich für uns ganz toll ist, solche Blogger zu haben, die auch immer bereit sind, irgendwelche tollen Aktionen zu machen. Also sobald ich Annette gesagt habe, Schattenwölfin kommt da und da raus und dann sofort angeboten, lass uns was machen auf meinem Blog oder auf deinem Instagram-Kanal. Und dann ist man eben so, dass man mehr Leute auch erreichen kann. Denn Annette hat sicher einige Blogger oder einige Follower, die ich nicht habe. Und wenn man sich dann gemeinsam trifft auf Instagram, ist natürlich die Möglichkeit, dann auch mehreren Leuten einfach zu zeigen, was man so macht als Autorin und auch als Bloggerin. Also ich bin immer sehr begeistert von der Vielseitigkeit von den Bloggern, die dann wirklich auch eben kleine Gewinnspiele machen. Da verrate ich jetzt mal so ganz grob. Und aber eben auch wahnsinnig schöne Posts auf Instagram und die Bücher auch ganz toll vorstellen, wirklich mit auch einer Liebe, wo man weiß, okay, die haben wirklich das Buch verschlungen, gelesen und sagen die ehrliche Meinung, wie sie eben wie ihnen das Buch gefallen hat. Und Damir fragt, ich muss hier mal gucken, ob ich hier hoch. Ah ja, wenn die Reihe jetzt abgeschlossen ist, ist es für mich der richtige Zeitpunkt, die Bücher zu lesen. Kein Warten auf das nächste Jahr. Ja, das stimmt. Also wenn ihr jetzt in die Willow Ranch-Reihe einsteigt, dann könnt ihr die ganzen vier Bücher locker mal schnell durchlesen, bis es dann eine neue Reihe gibt. Aber dazu kann ich wirklich noch nicht viel erzählen. Aber ja. Annette, was kann ich dich noch fragen? Was wurdest du denn noch nie gefragt von irgendeinem Autor oder eine Bloggerin? Das ist eine blöde Frage. Das ist eine blöde. Ja, Das ist eine blöde manchmal Frage stelle ich auch blöde tatsächlich. Fragen, siehst du. Tja.
Was ist denn, hast du denn nächste größere Aktion geplant mit einem Autor? Gibt's etwas, auf was sich die Follower auch freuen können? Oder ist das wirklich regelmäßig, dass wirklich regelmäßig auch was kommt, du Interviews planst? Das nächste große ist Ende Mai, Anfang Juni mit der Ira Potter zu ihrem am Ende Mai erscheinenden Buch. Da wird es auch eine Lesung geben, darf ich schon mal hoffentlich verraten. Ja, und dann ist auch irgendwie auch Ende Mai, glaube ich, bei der Susanna noch eine Lesung. Susanna, wenn du noch da bist, hilf mir mal. Ist das Ende Mai, Anfang Juni irgendwo? Einfach Ja. in den Chat Oder, nee, ich schreiben. glaube, das ist Anfang Juni war das, glaube ich, meines Erachtens nach. Anfang Juni. Ja, ihr müsst einfach der Annette folgen, Bogenprinzessin Meet Books, und dann seht ihr auch die schön aufgemachten Posts, die Annette immer macht. Da versuche ich immer herzuhinken, dass meine Posts auch so schön aussehen Ich werde dafür sorgen. und es auch Spaß macht, das zu lesen. Also ich freue mich immer, was gemeinsam zu machen. Also mir zumindest als Autorin fällt es schwer, für mich selber Werbung zu machen, dann zu sagen, kauft mein Buch, und oh, mache ich jetzt gerade, ne? Naja, aber auf jeden Fall. Kannst ja auch noch mal machen hier. Ich kann es ja auch noch Genau, mal mein, zeigen. genau. Aber es ist wirklich so, dass man einfach irgendwie hofft, die Leser und Leserinnen würden so einfach das Buch finden, darüber stolpern oder von einem Blogger, einer Bloggerin, der sie folgen. Es gibt so viele tolle Buchblogger und Bloggerinnen, dass da eben das Buch auch vorgestellt wird und man selber als Autorin so ein bisschen in den Hintergrund rückt und das Buch einfach vorne steht und das Buch für sich selber quasi Werbung macht und ich als Autorin da nicht stehen muss und sagen, ich glaube, es ist gut, bitte lest das. Das hört sich immer blöd an. Aber es ist eben gerade auch als Self-Publisher, wir haben eben die Buchblogger, die uns begleiten und eben die Werbung für uns machen und ihren Followern erzählen, dass sie das Buch gelesen haben und es toll fanden. Wir haben eben keinen Verlag im Hintergrund, der ein bisschen Werbung macht, aber auch Verlagsautoren wissen, dass sie selber sehr viel Werbung machen müssen und sich auch auf tolle Buchblogger verlassen können, die eben wirklich das Buch und die Reihe verfolgen und damit mitgehen. Und immer, wenn ich, denke ich mal, irgendeine Auktion wieder starten möchte, weiß ich immer, ich könnte bei Annette anklopfen und sagen, Ja, gerne. können wir noch mal was machen? Wir hoffen beide auf Gerne. eine Buchmesse, also wahrscheinlich für mich frühestens Leipzig nächstes Jahr. Ich denke mal, dass ich auf die Frankfurter Buchmesse, wenn sie denn stattfinden soll, im Oktober auch kommen werde, aber die ist für dich sehr weit weg. Aber dann Leipzig nächstes Jahr, das muss einfach klappen. Dann wäre es wirklich sehr schön, uns live zu begegnen. Und uns auch dann auch wieder endlich mal in den Arm nehmen. Irgendwie sind Umarmungen auch total dann nicht aus der Mode gekommen, aber es ist wirklich Ja. lange her, seit man jemanden aus der nicht engen Familienbubble in den Arm genommen hat. Und darauf freue ich mich auch, auch die Leser zu sehen, kennenzulernen, Bücher zu signieren, wenn ihr sie mitbringt. Und das ist also Buchmessen auch immer ganz toll, da wirklich die Blogger auch live zu sehen und sich einfach mal zu knuddeln und sich zu bedanken für die Begleitung von Buchprojekten. Finde ich immer ganz cool. Ihr könnt Flora hat schon gesagt, sie würde dir auf jeden Fall folgen, Annette. Und genau, Bloggerin, wirklich hoch geschätzt, geliebt, und es ist wirklich ein Geben und Nehmen. Also ich erwarte von keinem, dass er sagt, ich mach für dich alles und gib mir nichts zurück. Und genauso wie wir uns auf die Blogger verlassen, wenn sie sagen, sie sind eben da, wie Annette heute da ist, oder Post einstellen, so bin ich auch eben, wenn ich sage, ich schicke was, ich schicke Schnipsel und sowas, dass man dann eben auch sagt, okay, man kann sich gegenseitig drauf verlassen. Und genau, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Chat reinstellen. Sonst haben wir noch 10 Minuten, weil ich dann schon wieder um 20 Uhr ist das für euch, einen Arbeitstermin habe. Stell dir vor, ich muss am Dienstagabend arbeiten. aber könnt ihr gerne noch Fragen reinwerfen. Annette, hast du noch eine Frage an mich? Willst du noch was Ja, erzählen?
über dein Gewinnspiel. Für dich ist es ja nicht Abend, ne? Nein, für mich Für ist dich es ist es ja noch nicht Abend. 12 Uhr Nachmittag. So gesehen für mich eine gute Arbeitszeit, weil ich bin ein Morgenstier. Ich stehe immer vor 6 auf und gehe aber auch kurz nach 21 Uhr ins Bett. Also für mich wären die Abendschichten nichts. Und ich bewundere immer meine deutschen, seien das meine Teilnehmer, also die ich als Schreibcoach begleite oder eben auch zum Teil Leserinnen, die mich abends anschreiben und ich denke, wieso seid ihr denn noch wach? Aber es ist dann erst so 22, 23 Uhr, was für mich wirklich schon Schlafenszeit ist, muss ich zugeben. Bist du denn ein Morgenstier oder Abendstier, Annette? Was ist deine Lieblingszeit? Also ich bin eher so ein, wenn du meinen Mann fragen würdest, der würde dir bestätigen, ich bin definitiv ein Morgenmuffel. Ich hasse zeitig aufstehen. Ja, aber dafür kann es abends nie lange genug gehen. Ne? Also so eher die Nachteule quasi. Ja. Ne? Deswegen stehe ich wahrscheinlich auch so auf Eulen. Das kann natürlich sein, dass das irgendwie muss es eine Verbindung haben. Stimmt, das ist ja dein Lieblingstier oder eins von deinen Lieblingstieren. Ja, Eulen finde ich auch sehr cool. Wie viele Seiten hat mein Roman, Oliver? 448 Seiten sind es geworden. Ja. Also, es sind alle ungefähr 440, 450 Seiten haben die, ich glaube, alle Bücher von der Willow Ranch-Reihe. Ja. Da braucht man mal einen langen Atem. Und es ist auch lange her, seit ich das Buch ganz durchgelesen habe, aber ja, es ergibt sich gut bei drei Protagonisten, also drei Geschichten, die ich quasi erzähle, die sich immer im Höhepunkt am Ende des Buches finden. Da braucht man einfach auch Zeit, diese Geschichten zu Ende zu erzählen und dann auch wirklich für alle ein Ende zu finden und die Fäden zu verbinden. Und ich denke mal nicht, dass es viele Stellen gibt, wo es einem langweilig wird, die man einfach so überblättert, sondern ich denke mal, alle Leser bleiben da dabei. Und ich hatte im Schattengrizzly auch drei Protagonisten. Schattenpferde und Schattenkrähe haben jeweils zwei Helden, deren Geschichte ich erzählt habe. Und ich würde es wirklich aber auch mal anmachen, nur einen Protagonist zu haben. Und mal sehen, was die neue Reihe bringt, welche Charaktere ich einführe. Es wird aber auch so sein, dass mich die Willow Ranch nicht loslässt und ich Charaktere und Schauplätze in die neue Reihe mit hineinwebe und einem plötzlich dann doch Woodwind über den Weg läuft, der zwar keine Hauptrolle spielt, aber ja, seine Spuren hinterlassen hat bei mir genauso wie bei vielen anderen Lesern, und das ineinander verwoben wird, nur es wird kein weiteres Schattentier mehr geben, sagen wir es mal so. Genau, sehr schön. Ja, möchtest du noch etwas erzählen, Annette, über. Ich sag ständig was vom Gewinnspiel. Ja, es Damit wird ich. noch ein Gewinn. Es wird noch ein Gewinnspiel geben. Da bin ich noch nie ganz fertig, das einzustellen. Das habe ich vor uns angefangen, aber ich hatte keine Zeit mehr. Da die Hälfte auch, aber was ist die Hälfte ein Gegenstand der Verlosung heute erst angekommen ist. Ja, genau, ich liebe Woodwind auch, also da werden wir uns wohl streiten müssen. Mal sehen, wer den längeren Hebel hat oder den längeren Ja, Atem. ich war ja sehr verliebt in Lone Feather Jones, als Woodwind noch gar nicht auf dem Plan stand, der dann plötzlich an die Tür geklopft hat. Und jetzt bin ich doch wirklich, muss ich sagen, auch ein sehr großer Woodwind-Fan, was man auch, ich glaube, in den Schattenwölfen sieht, dass er quasi nicht der einzige Perspektivfigur ist, aber der Held der Story. Das hat wohl damit zu tun, dass er sich um Katschina kümmert. Und genau, Ira. Genau, stimmt, Ira, du bist ein bisschen spät dran, aber wir haben die Aufzeichnung, wird es ja wieder geben. Die werde ich auch Annette zur Verfügung stellen auf ihrem Instagram-Kanal. Bei mir wird es auch die Aufzeichnung später anzusehen sein. Die packe ich auch auf Facebook. Einige sind nicht auf Instagram, was auch vollkommen okay ist. Dann könnt ihr die auf Facebook nochmal nachlesen, nee, nachhören, nachsehen. Nachsehen. Ja, genau so. Hinterher gucken. Genau, das wird auf jeden Fall so sein. Jetzt habe ich gerade noch einen Ja, Gedanken im Kopf gehabt, der ist aber jetzt weg. ich sag mal schnell noch was, wenn die Ira jetzt nur gerade zuguckt. Wir haben vorhin schon mal angekündigt, dass wir uns Ende Mai, Anfang Juni zu deiner Lesung
treffen. Ja, hier, also, ne? Für dein neues erscheinendes Buch. Ich habe noch nichts weiter verraten. Da sind wir jetzt aber alle neugierig. Muss ich dann auch Ja, mal gucken. so soll es sein. Ja, genau. Ja. Und nochmal zurück jetzt, weil es nochmal zurück zum Gewinnspiel. Ich wollte hier auch nicht Ach so, auf den Gewinnspiel. Pott setzen, wollte ich schon sagen. Nein, nur ich bin so aufgeregt, weil ich nämlich die Sachen schon gesehen habe und mich schon für den Gewinner, die Gewinnerin freue, die ja, bei dem Gewinnspiel mitmacht und das den tollen, tollen, coolen Preis gewinnt. Den wird Annette eben noch posten auf ihrem Instagram-Kanal. Also wenn ihr Annette Bogen Prinzessin Meets Books noch nicht folgt, macht es jetzt, denn dann habt ihr auch die Gelegenheit, den Gewinnpost zu sehen und seht, was ihr gewinnen könnt und wie ihr mitmachen könnt. Also ich bin schon nahe dran, auch mitzumachen, aber ich glaube, das wär nicht ganz fair und nach Kanada schicken ist eh nicht möglich. Aber das ist auch wieder eine Blogger-Aktion oder von Annette ein toller Input. Mir fehlen die Worte. Sowas zu machen einfach für die Schattenwölfin und sowas zu verlosen. Dazu kommt eben auch ein E-Book von der Schattenwölfin, das ich reinwerfe und dann wird es ein ganz tolles Gewinnpaket und das finde ich schon sehr cool und wäre eben als Alleinautorin ohne die Bloggerin im Hintergrund nicht möglich, sowas auf die Beine zu stellen. Deswegen bin ich da ganz dankbar für. Und Flora fragt, ob du auch nach Frankreich schickst. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da kommt natürlich auf das Porto drauf an. Also wenn das den Preis übersteigt, denke ich mal eher nicht. Ich glaube, es wird sich eher in Deutschland befinden, weil die Portokosten wirklich wirklich sehr hoch sind. Also das merke ich auch schon in Österreich, Also Schweiz und ja, Deutschland. eine Kontaktadresse in Deutschland Auf jeden würde Fall. funktionieren. Also Der deutschlandweit, ja. Ja, genau, deutschlandweit würde ich auch sagen. Also, und der aber dann den Gewinn nicht selber behalten will, wenn er den Gewinn sieht, deine Kontaktadresse, will er vielleicht den Gewinn selber behalten und du siehst ihn dann trotzdem nicht, Flora. Das Aber wäre na natürlich. gut, wenn's der Sohn ist, vielleicht möchte er das dann nicht unbedingt behalten. Also. Auch wieder wahr. Stimmt, wir verraten immer ein Also. bisschen mehr. Ja, ich weiß ja ein bisschen mehr. Na also gut, du weißt ja auch ein bisschen mehr. Die anderen nur noch nicht, aber ja. Genau. Sehr cool. Schön. Lesungen mit dir machen immer Spaß, Annette. Ich hatte eine sehr schöne, das sind wir fast für eine Stunde online. Wir Ja. verplaudern uns immer. Genau. Das ist doch echt super. Habt ihr eine Frage? Ist ja kein Webinar. Ich will immer sagen, ob ihr noch Fragen habt. Stellt Fragen, aber ihr wisst ja, alle, Ja, die ihr uns trotzdem erreichen Fragen könnt. stellen. Ja, könnt ihr gerne ein bisschen habe ich noch Zeit. Bevor dann meine ich Studenten Schreibschüler auf mich warten, aber das ist kein Problem. Ich würde schon sagen, es ist Wochenende, nein, es ist erst Dienstag. Das ist so von wegen Homeoffice und Autorin sein. Wochentage spielen mehr oder weniger bei mir keine Rolle. Also ich mache jeden Tag das Gleiche, würde ich schon sagen. Nein. Aber es macht für mich nicht viel aus, ob Wochenende ist oder Wochentag. Damir, danke für die unterhaltsame Lesung. Schön, dass es dir gefallen hat. Lesungen sind immer das Spannende, gerade bei einer Buchlaunch, eben einfach mal vorzulesen. Auch wenn dieser Ausschnitt auch auf meiner Homepage zu sehen ist. Ich habe auf meiner Homepage die vier Bücher verlinkt und da sind die ersten paar Seiten Blick ins Buch, kann man reinlesen bei Amazon und Thalia ja auch. Und sehr schön. Danke, Flora. Wir sind so sympathisch, meint Flora. Das ist lieb. Dankeschön. Das freut einen zu hören, dass ihr Spaß hattet. Wir hatten auch Spaß. Ich glaube, das merkt man auch, dass wir beide gut miteinander zurechtkommen. Und uns endlich mal live sehen müssen. Das wird doch eine Freude. Da müssen wir aber genug Zeit einplanen, dass wir auch genug plaudern können zusammen. Definitiv. Sehr schön. Wenn ihr noch Fragen habt an Annette oder mich, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Folgt uns auf Instagram. Wir sind beide auch auf Facebook.
Und wenn ihr die Ins und Outs wissen wollt von meinem Autorenleben, Ranchleben hier in Kanada, dann folgt meinem Newsletter, geht auf meine Homepage. Da gibt es auch immer die neuesten Dinge, was hier so abgeht. Und ja, wenn es was ganz Wichtiges gibt, lasse ich Annette das wissen. Und Annette verkündet es dann ihren Followern und auf ihren Social Media Kanälen. Ich freue mich, die weiteren Lesungen von dir zu hören, zusammen mit den anderen Autoren, die du begleitest, Annette. Ich glaube, die freuen sich genauso drauf. Und vielen, vielen Dank für die Begleitung der Schattenwölfin und auch schon den Schatten Grizzly, eigentlich die gesamte Willow Ranch-Reihe. Sehr Das gerne. ist super. Sehr schön. Genau. Chrissy, du bist ein bisschen zu spät. Das tut uns leid, aber die Aufzeichnung wird zu sehen sein. Ich muss jetzt wirklich leider, leider diese schöne Stunde abbrechen und ein bisschen arbeiten am So ist das Schreibtisch. Leben. Genau so ist das Leben. Vielen, vielen Dank, Annette. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und folgt Annette und habt die Gelegenheit, den tollen Gewinn zu gewinnen. Im Rahmen der Release Party von der Schattenwölfin. Genau. So, dann wer muss denn? Muss ich jetzt ausschalten oder wie funktioniert Du das? musst ausschalten, ja, weil du gestartet hast. Genau, okay, da ist so ein kleines Kreuz hier oben. Ich drücke da mal drauf, wenn ich Genau. weg bin. Habt einen wunderschönen Abend, eine tolle Woche, einen schönen Rest Mai, tolle Pfingsten. Lest die vielen tollen Bücher, die rauskommen, die schon draußen sind. Und genießt das Leben und Happy Trails. Bis ganz bald wieder. Mach's gut, Annette. Tschüss. Bis bald.